Benjamin Richner. Genau. Von Flims hierher gekommen auf Chur ins Lausee. In Flims hast du nämlich seit kurzem dein eigenes Studio. Genau. Wenn du uns jetzt mal mitnimmst, du hast ein Buch mitgenommen, ein anderes Fotobuch von deinem Studio. Nimm uns mal ein bisschen mit und lauf mal so in deinem Kopf mit uns durch, Raum für Raum oder Ecke für Ecke. Wie sieht es dort denn aus? Ja, also vielleicht muss ich halt dazu sagen, eben das ganze Studio ist eigentlich aus einer Notsituation entstanden. Ich hatte vorher eigentlich ein kleines Studio in Flims. Das musste ich dann leider aufgeben, weil dort die Gemeinde etwas reinbauen. Und dann habe ich das notfallmäßig innerhalb von einer Woche einen neuen Raum auftreiben. Ich hatte mega Glück, dass ich mit meinem alten Chef in seinem Gebäude eigentlich an den Raum bekommen. Ist jetzt etwas wie ein Stall oder eine Lagerhalle oder etwas? Es ist eigentlich in der Industrie, ja. In Flims, im Industriegebiet. Es ist eigentlich ein Lagerhaus, genau. Ja. Ja. Aber ideal für das Studio, oder? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Es ist ein recht hoher Raum, hat viel Metall drin. Also rein von der Akustik her musste ich recht da arbeiten müssen. Aber ja, jetzt momentan tönt es wirklich sehr, sehr gut. Und dann habe ich gut hingekriegt, dass es anständig tönt dort drin. Genau. Was hast du hast du verschiedene Räume oder es sieht so ein bisschen loftmäßig aus? Nein, also ich wollte unbedingt, dass das Studio so aufgebaut ist, dass es eigentlich ein Raum ist. Dass ich mit den Kunden eigentlich interagieren kann, damit man miteinander reden kann. Und ich glaube auch ein bisschen daran, dass der ganze Workflow viel besser ist, wenn du die gegenseitig siehst. Ja. Es war schon die Überlegung am Anfang da, ob ich noch einen zweiten Raum dazu mieten soll und dann wie mit einer Scheibe abtrennen, aber das wollte ich bewusst nicht, wählen, damit ich mit den Leuten besser interagieren kann. Genau. Mhm. Ja. Ist das schon immer so dein grosser Wunsch? Du sagst, es ist mehr so spontan entstanden, weil du am anderen Ort raus musst. So ein grosses, schönes Studio. Ja, also eben, mein altes Studio hatte ich gebaut, das war früher unser Bandraum. Meine Kollegen mussten studieren gehen oder dürfen studieren gehen. Und dann bin ich zum Entschluss gekommen, ja, wenn ich jetzt eigentlich allein da bin, kann ich ja eigentlich ein Tonstudio daraus bauen. Und dann habe ich mich vor einem Jahr eigentlich selbstständig gemacht, Teilprozent. Und dann eben, kaum bin ich fertig, habe ich rausgemessen. Ja, das ist ein bisschen gemein. Das war gemein, genau. Aber schlussendlich war es sogar sehr gut, weil jetzt habe ich so eine neue Chance bekommen und wirklich von Grund auf im Rohbau etwas Neues aufbauen können. Genau. Aber das ist mehr entstanden aus der Not heraus. Hast du schon seit ein paar Jahren gedacht, ich will mal ein Studio machen, auch im Bandraum oder wo auch immer? Das war sowieso schon dein Traum gewesen. Genau, also das war auch schon länger mein Traum gewesen, aber irgendwie hat der Mut gefehlt, weil es ist halt auch ein Herzbusiness. Also man muss mich da ein bisschen etablieren, auch als Connections haben. Und dann habe ich gefunden, weißt du was, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe mein ganzes Leben ein bisschen umgestellt, also Job gekündigt, neuen Job angefangen, wo ich dann Teilzeit arbeiten konnte. Aber dann habe ich gefunden, weißt du was, jetzt probiere ich es einfach. Und dann, ja, ist dann die ganze Krise auch noch gekommen im 2020. Also es ist eigentlich, aber ich konnte mich halten und von dem eigentlich auch cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert und jetzt kann ich wirklich eigentlich konstant daran arbeiten. Aber eben, es braucht schon Mut und es kostet ja wahrscheinlich auch viel Geld, um so ein Studio einzurichten. Genau, also bei mir war wirklich der Vorteil, dass ich halt über Jahre hinweg das Equipment eigentlich zusammen kaufen konnte. Eben, es war auch immer hobbymäßig und schlussendlich viel mehr Neues habe ich gar nicht dazu kaufen. Es waren ein paar kleine Sachen, vor allem Einrichtungen, die noch gefehlt haben. Genau. Und wie hast du das noch gemacht mit dem Umbau mit der Akustik? Du sagst, es ist ein riesiger Raum, der wahrscheinlich ziemlich höhlt und Metall. Wie machst du das nachher, dass es schön tönt? Genau, also ich habe rein von der Akustik die Faszination habe ich noch von der Lehre her als Multimedia-Elektroniker. Dort habe ich auch die Abschlussarbeit eigentlich mit dem befasst, also wie man den Raum eigentlich richtig akustisch ausmessen tut, was für Möglichkeiten man hat, um das Ganze eigentlich aufwerten. Und anhand von dem habe ich eigentlich die Wand mit Akustikelementen ausgekleidet, die ganze Richtung eigentlich so gestaltet, dass egal, wo du eigentlich stehst im Raum, hast du ein bisschen andere Akustik, aber es ist eigentlich immer gut. Das war eigentlich so mein Ziel. Genau. Also so ist das Ganze eigentlich entstanden. Was heisst für einen Laien, es hat eine gute Akustik? Ja, es ist. Also, es ist noch lustig, die meisten denken, ja, es hält jetzt mega. Das ist jetzt nicht gut. Das muss jetzt voll dumpf sein. Mhm. Und das ist eben nicht so. Es ist auch wichtig, dass der Raum eine eigene Charakteristik hat, dass es halt gleich ein bisschen einen Hall drin hat im Ganzen. Es ist wie so ein bisschen Gratwanderung, dass es nicht zu viel Dampf tut, aber dass es nicht zu wenig Dampf tut. Es ist wie so eigentlich ein natürlicher Raumeffekt, den es dann gibt, wo eigentlich wie ein Studio, also in meinem Fall so sehe ich das, wo es eine eigene Charakteristik gibt, wo eigentlich einzigartig ist in dem Sinn. Genau. Musik tönt dementsprechend auch ein bisschen von Studio zu Studio anders, wahrscheinlich, wenn du es aufnehmen genau, willst, oder? Genau, ja. Und es ist natürlich cool, wenn du sagst, ja, aha,
das gehört mir, dass es mir aufgenommen worden ist. Das hat wie so den Charme drin, wo es mir eigentlich hat. Das ist so ein bisschen das Ziel gewesen. Du tust dort Musik produzieren für verschiedene Künstler. Genau. Du hast gesagt, es braucht Mut, um das zu machen. Es braucht wahrscheinlich auch Mut, weil es nicht einen grossen Spielraum gibt jetzt da bei uns in der Region. Oder gibt es auch viele Künstler, die gerade kommen, produzieren? Stellen wir es recht hart vor. Ja, also am Anfang war es vor allem sehr hart. Dort hatte ich eigentlich nur Kunden, die aus dem Kollegenkreis halt, die mich dann unterstützt haben. Und dann ist dann im, ich weiß nicht, ob es im 2019 schon war, ist mal der Jim Allen auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und er hat dann, also ich mit ihm mal zusammenarbeiten dürfen. Also am Anfang war es vor allem so das Mastering, das ich gemacht habe für ihn, dann später Mix. Und er hat halt eine riesige Connection da umeinander im Kanton. Und durch das habe ich dann ein bisschen mehr Reichweite bekommen und durch das auch mehr Kunden können gewinnen. Genau. Ja. Aber es war für mich völlig neu gewesen, weil eben so rein Hip-Hop-technisch oder Rap-technisch habe ich gar keine Erfahrung gehabt. Es war für mich dann auch Neuland gewesen. Und jetzt, lustigerweise, ist es mittlerweile fast so, dass ich am meisten Beats produziere und eigentlich also Hip-Hop-Künstler bei mir habe. Und eigentlich weniger, so, was ich gedacht habe, so Singer-Songwriter-Leute. Das sind auch die darunter, aber vor allem ist es eher im Hip-Hop-Bereich eigentlich so übergerutscht, was noch recht lustig ist. Ja. Aber es ist nicht so, dass du dich festlegst auf Sparte und das ist jetzt meine Sparte so oder meine Sparte anders? Nein, gar nicht eigentlich. Also ich finde es ja, also ich finde es mega spannend, um möglichst viele Leute kennenzulernen, möglichst viele verschiedene Genres können ausprobieren. Auch. Also ich finde es super, wenn irgendjemand kommt, wo ein ganz spezifisches Genre hat oder vielleicht sogar etwas selber wie erfunden hat, das ich dann umsetzen darf. Genau. Also ich habe mich auch nie festlegen auf etwas. Also ich genieße das eigentlich richtig, dass ich einfach das ganze Spektrum von Metal über inner Klassik bis auf Hip-Hop eigentlich alles darf umsetzen für Kunden. Genau. Wenn wir jetzt mal die zwei Beispiele nehmen, ein Singer-Songwriter, ein Einzelner mit dem Gitarre vielleicht, der ein Liedli spielt, und auf der anderen Seite viel Bass, Hip-Hop-Beats. Was ist für dich zum Produzieren jetzt momentan interessanter? Also interessanter, schwierig zu sagen, es ist einfach schneller bin ich mit Hip-Hop, weil es ist rein den brauche ich eigentlich niemand sonst dazu. Da kann ich wirklich hinsitzen, da habe ich mit meinem MIDI-Keyboard, da habe ich meine Tools, da kann ich einfach da arbeiten, für mich allein eigentlich. Und sobald halt Instrumente dazukommen, wird es automatisch aufwendiger, weil du die dann halt abnehmen musst. Und dort kann ich wie nicht selber etwas machen, wo dann jemand ins Studio kommt. Ist extrem spannend, aber es ist natürlich dann auch aufwendiger, genau. Mhm. Also es ist rein vom Aufwand her, ist jetzt zum Beispiel im Hip-Hop-Bereich, bin ich schneller da, genau. Aber machst du das auch lieber? Nein, das würde ich jetzt nicht so sagen. Es ist einfach, ja, es gehört eigentlich einfach auch dazu und ich mache es sehr gerne. Und, also ich glaube, nur das machen möchte ich jetzt auch nicht, aber es ist jetzt momentan wirklich ein sehr, sehr guter Mix zwischen den verschiedensten Genres, die ich da arbeiten kann. Mhm. Genau. Jetzt kommt ein Musiker zu dir und sagt, hey Benjamin, könntest du für mich ein Lied produzieren? Mhm. Wie läuft das noch Schritt für Schritt ab bei dir im Studio? Grob zusammengefasst. Also wenn er will vorbeikommen im Studio? Ja, zum Beispiel. Genau. Wie so eine Produktion würde ablaufen. Also das hatte ich gerade letztens zum Beispiel eine Kundin gehabt, die hat die wollte ein neues Lied rausbringen und hat dann einfach gesagt, ja, schau, es ist in dem und dem Stil. Es war Dua Lipa, Rihanna war, glaube ich, dabei gewesen, auch noch. Hat sie mir verschiedene Referenzsongs gegeben. Und anhand von dem habe ich probiert, ein neues Lied zu kreieren. Und dann habe ich ihr, glaube ich, 5 oder 6 Vorschläge geschickt, von verschiedenen, einfach so ganz kleine Ausschnitte von Liedern, die ich mal gemacht habe. Und dann hat sie eigentlich eins ausgewählt und auf dem haben wir dann aufgebaut. Dann habe ich mal ein komplettes Lied erstellt. Dann hat sie gesagt, mal, mit dem können wir arbeiten. Dann ist sie ins Studio gekommen. Dann haben wir, sie hat den Text mitgenommen, den sie dazu geschrieben hat. Und dann haben wir das vor Ort können aufnehmen und dann zusammen weiterarbeiten. Also eigentlich am Lied ein weiteres Feilen. Genau. Das ist so der Standardprozess bei mir, dass man wie so eine Referenz schickt. Ich möchte in diesem Bereich etwas haben, wenn ich etwas produzieren muss. Jetzt. Und dann probiere ich eigentlich in diesem Stil etwas zu machen. Genau. Und nachher tust du das alles mit ihnen zusammen aufnehmen, zusammenschneiden, bearbeiten, mastern, so alles? Genau, so einen Grundmix machen wir eigentlich zusammen, dass sie ungefähr weiss, was sie sich wünschen. Und dann die ganze Nachbearbeitung geht dann eigentlich online weiter. Also immer hin und her eigentlich Feedbacks und die verschiedenen Versionen, die hin und her geschickt werden. Genau. So. Und eben, wenn natürlich jemand kommt, wo schon das Lied fertig hat, also wenn ich genau sein Lied hat und das aufnehmen will, dann kann sie das vielleicht noch einen Input gibt, wo ich sage, lass mal, eben dort könnte vielleicht das rhythmische Element noch cool dazu passen und dann kann man das vor Ort noch einspielen oder sonst auch einfach die Lieder umsetzen, so wie es der Kunde genau will oder wie es eigentlich schon festgelegt ist. Genau. Und was ist jetzt so der aufwendigste Schritt in dem ganzen Prozess drin? Würdest du sagen, bis mal das Lied hast oder die Melodie, wie du es genau willst?
Also lustigerweise ist es eigentlich am allerschwierigsten und am allerlängsten ist eigentlich der Mix. Ja. Weil es ist wie so, die Leute haben etwas im Kopf und du musst es wie umsetzen können, was sie im Kopf haben. Und das finde ich fast am schwierigsten. Weil wenn du ein Lied für jemanden produzierst, hat er zwar auch eins im Kopf, aber je nachdem hast du noch eine bessere Idee als das Lied und dann findet er es noch cooler als das, was er ursprünglich wollte. Und beim Mix ist es meistens so, das Lied ist dann schon entstanden und die Person oder der Kunde hat dann wie schon etwas im Kopf und du musst das möglichst genau umsetzen. Und dann kannst du dir das 4-5 Mal hin und her gehen, bis es dann final ist. Genau. Muss man viel Geduld haben, wenn man Produzent ist? Ich glaube, man muss viel Geduld haben, ja. Und auch Verständnis. Aber das, ja, das gehört einfach dazu. Und, also es war am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil eben, dann kreierst du etwas und du bist zu 100% überzeugt und denkst, mal, das muss jetzt dieser Person gefallen und dann gefällt es einem überhaupt nicht. Und das ist dann wie so, mit dem, da muss man halt wieder drüber stehen und sagen, ja, mal, es ist sein Lied, das muss dieser Person passen, also machst du es auch so. Und was ich dann eigentlich will, ist dann wie zweitrangig. Genau. Hast du schon dann Lieder so abändern, wie es der Künstler will, dass du am Schluss gefunden hast, ja, ich finde es schon nicht mehr so gut, aber... oder darfst du natürlich nicht zugeben, oder schon? Nein, aber ich finde, man kann es dann wie so lieb vielleicht noch einfach so einen Input geben. Eben, ich hätte das vielleicht anders gemacht, aber auch das, deine Idee ist völlig berechtigt. Und eben, schlussendlich muss es dieser Person gefallen. Und mir muss es ja... Ich kann einfach Inputs geben, wie ich es machen würde. Und dann entweder sind die Leute gleicher Meinung oder nicht. Aber wenn es nicht sind, ist das völlig klar. Dann macht man das so, wie das der Kunde will. Mhm. Ja. Ich lese, du machst Mastering, Marketing und Vertrieb. Ist ja super für einen Musiker, oder? Oder was ist der Vorteil? Man kann eigentlich zu einer Ansprechperson kommen. Genau, eben, das ist so vielleicht ein bisschen speziell bei mir, dass ich mich überhaupt nicht festgelegt habe, mal aufs Genre. Und zum anderen aber auch das ganze, also auch immer das Thema ist der ganze Vertrieb. Also wie kann ich das machen, dass das Lied nachher auf Spotify oder Deezer oder was es alles gibt, Apple Music, dass es dort läuft. Und dort dann einfach aus eigener Erfahrung also meine Kontakte und meine Partner, wo ich eigentlich anbieten kann für einen guten Preis, dass ich das Ganze vertreiben kann. Und marketingtechnisch ist es halt eher, wie kann ich machen, dass ich halt mehr Reichweite bekomme, vor allem auf Spotify ist das ein grosses Thema. Und dort habe ich so wie meine eigene Methode, wo ich dann eigentlich den Kunden wie so ein bisschen präsentieren kann, so workshopmäßig, also auf was sie schauen müssen, welche Personen sie anschreiben müssen. Und welche Ads sie schalten müssen, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram. Genau, das geht dann auch so ein bisschen in diesen Bereich. Aber sind das ein bisschen Gefahr, wenn man alles ein bisschen hat, dass es dann das eine vernachlässigt wird? Mal, das ist definitiv so. Aber ich glaube, also ich bin jetzt, genau diese Frage habe ich mir am Anfang auch gestellt. Und dann war es aber immer so, also am Anfang wollte ich nur ein reines Tonstudio machen. Sogar ohne Produktionen eigentlich. Und dann sind dann plötzlich Leute kamen, die gesagt haben, ich hätte gerne eine Produktion. Dann habe ich gesagt, gut, mache ich das auch. Mhm. Dann sind plötzlich Leute gekommen, die gesagt haben, ja, wie kann ich das Lied vertreiben? Und dann habe ich gefunden, eben wenn der Markt da ist und die Leute das wollen, dann biete ich das auch an. Genau. Man lernt das ja nicht einfach so. Man kann ja nicht in die Schule und sagen, ja, ich lerne jetzt mal ein bisschen da produzieren, Marketing und Vertrieb. Ja, nein, es ist also allein schon das Produzieren an sich, oder? Ja. Das ist einfach, das ist schwierig zu sagen. Es ist einfach, weil ich seit klein auf eigentlich Musik mache und mich das fasziniert, hat sich das wie so entwickelt über die Jahre hinweg. Genau, es war einfach Faszination gewesen. Und durch das finde ich, lernt man, also wenn man etwas fasziniert ist, lernt man es auch viel, viel ringer. Genau, und es ist auch wirklich ein jahrelanges Üben und Probieren und Umkehren, wieder aufstehen, weitermachen. Es ist eigentlich einfach ein langer Prozess. Genau. Bist du auch so einer von denen gewesen, der so in der Oberstufe irgendwo im Keller bei den Eltern so ein Kämmerlein gerichtet hat, wo so mit dem Computer rumprobieren war? Ja, genau. Bei mir war es nicht im Keller, sondern im Zimmer. Ja. Also, ist so. Ja, also sobald ich einen eigenen Computer haben durfte, habe ich mir ein kleines Keyboard geholt und einfach angefangen zu probieren. Also natürlich mit der günstigsten Software, die also wenigste Möglichkeiten hat, aber gleich habe ich dann probiert, ja, möglichst etwas Cooles zu kreieren, genau. Wie oft hast du Streit mit den Eltern? Ja, nein, das war also bei uns eigentlich echt cool, weil also meine ganze Familie ist sehr musikalisch und meine Mutter ist Musiklehrerin gewesen und hat dann immer von daheim aus unterrichtet. Und von dem her ist eh immer etwas gelaufen. Ja. Ob ich jetzt Musik mache oder die Eltern oder meine Geschwister, die ist eigentlich immer aufs Gleiche raus. Dann haben wir immer so gebettelt im einen Zimmer, ist Mutter am Unterrichten, genau. Im anderen Zimmer bist du da gewesen, etwas am Mischen. Ja, und eben, was auch cool ist, dass man halt also rein auch musiktheoretische Fragen, hast du halt immer Ansprechpersonen gehabt. Oder wenn ich gesagt habe, ja, jetzt brauchst du halt jemanden, der singen tut, dann hast du halt jemanden von der Schwester geholt oder der Bruder und dann hat der halt etwas dazu singen. Und ja, das ist also rein für den Kreativprozess ist das sehr, sehr cool gewesen für mich, also zum Sachen ausprobieren, eben, weil halt dann die ganze Musik schon der Quelle gehabt hast. Mhm. Genau.
Wie ist es zum Aufwachsen für dich, dass immer irgendwo Musik gelaufen ist? Ja, es war nicht immer angenehm gewesen, und es hat auch viele Reibereien gegeben, natürlich. Es ist wie so gewesen, so Musik, also musiktheoretisch bin ich so ein bisschen, immer so ein bisschen auf Kriegsfuß gsi und meine Mutter war so völlig überzeugt und auch Noten lassen und sie hat mir immer wieder auch mit zeigt das und so und mir hat das einfach nie interessiert und es ist auch bis heute so, dass ich, wenn ich halt irgendeine Frage habe, also musiktheoretisch gar nicht sie fragen, genau. Aber Noten lesen geht mittlerweile? Ja, also das Wichtigste kann ich, aber ich mache es meistens einfach über das Gehör. Also ich bin mit dem wirklich am besten gefahren. Also, wenn ich jetzt ein Lied will nachspielen auf dem Klavier, dann probiere ich es zum Auslösen und nicht Noten lassen. Genau, es ist einfach rein für meinen Prozess her, habe ich das so einrichten und es ist für mich einfacher, zum so zu arbeiten. Genau. Jetzt Keyboard und Klavier ist ja rausgehört. Gibt es noch andere Instrumente, die du spielst oder hast du dich mal so fokussiert? Ja, also Klavier ist eigentlich das, was ich am längsten spiele. Das ist seit ich 9 bin und als ich 13 war, habe ich ungefähr 13 war, habe ich mit Schlagzeug angefangen. Das sind so die zwei Instrumente, die ich am liebsten spiele, wo ich am meisten spiele. Und ja, was noch cool ist, wenn du in einem Haushalt aufwachst, wo jemand eine Musiklehrerin ist, du hast halt die Möglichkeit, um extrem viele Sachen auszuprobieren. Ja. Also es sind viele Instrumente da und dann hast du mal etwas völlig anderes können ausprobieren, eine Geige zum Beispiel oder das Cello, das du sonst nie gespielt hast. Hast du auch können ansitzen und denken, mal, ich probiere das einfach einmal. Und das ist, und für mich habe ich jetzt die zwei Instrumente gefunden, die passen zu mir und die spiele ich gerne. Genau. Das hat sich nachher so herauskristallisiert. Was für Instrumente sind sonst noch in eurer Familie irgendwo rumgestanden? Also meine Mutter ist dort sehr, ist dort sehr interessiert. Es hat über Harfe, Alphorn, Saxophon, verschiedenste Blasinstrumente sonst noch, also Kornett oder Flügelhorn, Waldhorn, alles Mögliche, das ist einfach rumgestanden. Und das ist auch nach wie vor so. Und sie probiert auch gerne aus und eben durch das geht man auch, ist man auch gerne daheim und tut auch weiterhin Sachen ausprobieren. Wenn man mal irgendwie ein komisches Horn braucht, haben wir mal heimgeschaut, genau, ob etwas rumsteht. Genau. Wenn wir wieder zurückkommen zu deinem Beruf, weg von der Familie. Ja. Du tust auch Film-Soundtracks produzieren, genau. oder schreiben, oder wie sagt man dem? Ja, komponieren. Komponieren, ist so, genau, oder? Das ist Komposition. Man sagt immer, das ist etwas vom Wichtigsten in einem Film. Ja, genau. Das unterstreicht ja extrem dann. Ja. Wie kommst du auf die Ideen an? Also, ich muss da noch ein bisschen ausholen. Es ist so, dass ich eigentlich, eben vor einem Jahr ist das ungefähr, habe ich eigentlich so einen kompletten Change gemacht, habe dann den Beruf gewechselt zu einer Videoproduktionsagentur. Das auch noch? Und dort ist eigentlich wie so die Faszination für Filme extrem gross geworden. Und durch das habe ich dort, das ist natürlich super gewesen, einerseits Tonstudio auf der Seite und auf der anderen Seite die Videoproduktion. Und dann habe ich das miteinander verschmelzen können und eigentlich wie Soundtracks zu den Filmen teilweise können produzieren. Von dem ist die Faszination gekommen. Genau. Warum ist die Musik so wichtig in einem Film? Ja, also ich sage immer, also wenn du es richtig machst, dann kannst du den Film abstellen, kannst Musik hören und du kannst dir ungefähr vorstellen, was passiert. Es ist wie so, es gehört einfach dazu. Es gibt viel mehr Spannung, es gibt viel einen grösseren Bogen, wo man kann es wie so auf eine andere Art darstellen, den Film. Und es gehört einfach dazu. Es ist extrem wichtig. Filmmusik, genau. Also wie auch das ganze Sounddesign wichtig ist. Also wenn du umgekehrt machst und beim Film die Musik abstellst, dann wirkt das Ganze niemals so extrem, wie wenn Musik und Sounddesign dazu hast. Das ist immer so ein Trick, wenn der Horrorfilm zu krass wird, genau, wo man auch ab. Musik abstellen, dann ist es genau, viel angenehmer. Ab, ja. Darf man dir genau. Natürlich jetzt nicht sagen, oder? Das ist gemein für jeden, der Musik produziert ja. Film. Nein, aber es ist effektiv so. Und eben der Film wirkt einfach völlig anders. Und du kannst auch andere Szenen völlig ein anderes Gefühl geben, dank der Musik. Genau. Hast du einmal auch verschiedene, wenn du für einen Film etwas produzierst, verschiedene Varianten und probierst es dann wie so aus, welches Gefühl kommt mit dieser Musik und welches Gefühl kommt mit der anderen Musik? Oder lässt du da ziemlich schnell mal auf etwas fest? Ja, also beim Film ist es meistens so, dass ich wie im Voraus schon weiss, in welche Richtung es gehen soll. Das kann ich dann beim Schnitt eigentlich beeinflussen. Mhm. Und meistens ist es wirklich schon so, dass du wie konkret eigentlich ein Stück im Kopf hast. Und ich mache es meistens so, dass ich anhand des Lieds eigentlich den Film dann schneide. Aber es gibt natürlich auch dort Kunden, die sagen, nein, sie hätten gerne ganz spezifisch ein Lied in dieser Musikrichtung, das muss aufbauend sein, mit einem grossen Finale zum Beispiel. Und dann logischerweise stellst du es dann auch so her. Also, ja. Was sind das jetzt für Filme?
Muss ich mir vorstellen. Also in der Videoproduktionsagentur. Eben, da bin ich angestellt und dort, wir machen jetzt so vor allem so Employer Branding und Food Content und Social Videos, also Social Media Videos. Das sind meistens so größere Firmen, wo jetzt eine spezifische Vorstellung haben. Wir haben mal einen Kunden gehabt, der hat wirklich gesagt, er hätte gerne ein heroisches Lied. Und das haben wir dann so produzieren. Und es war sehr treibend. Am Anfang war es ein bisschen schläfrig, dann sehr treibend mit einem riesigen Finale. Genau, es sind so, also meistens sind es so Firmen, die so etwas wünschen in diesem Stil. Es ist noch cool, um so etwas zu produzieren, oder? Oder hast du lieber die sanfteren Töne? Nein, das ist kommt von der Faszination Film. Ist das natürlich für mich mega cool, wenn ich das machen darf. Es ist leider nicht so oft, aber wenn ich es machen darf, dann ist es wirklich ein kleines Highlight für mich. Und vor allem, wenn es dem Kunden nachher gefällt, ist es so wie die grösste Bestätigung. Nachher. Und noch ja. Das fertige Produkt sowieso dann? Ja, wenn es irgendwo läuft auf einer Leinwand oder so, ist es natürlich dann, ja, dann ist man schon ein bisschen stolz drauf. Auf deiner Homepage hast du geschrieben, ich befasse mich mit den kreativen Träumen und Ideen von anderen. Ja. Was sind deine aktuellen kreativen Ideen und Träume? Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil, wenn man halt im Studio hat, dass man halt wie selber ein bisschen zu kurz kommt und vielleicht auch gar nicht mehr so die Motivation hat, um selber etwas zu machen. Aber auch dort, also ich finde immer wieder Zeit und momentan sind so ein bisschen mehrere Sachen. Also am liebsten würde ich mal jetzt momentan so ein Lied kreieren, so ein Klavierlied, so ganz simpel, wo aber nur Klavier ist. Und das ist extrem schwierig, finde ich, um ein Lied zu machen, das einfach nur mit einem Instrument klarkommt. Und eben, ich bin so ein bisschen umexperimentieren und noch gerne verschiedene Genres ausprobieren. Ich weiß, das sollte man eigentlich nie, aber ich habe nicht gefunden, weißt, ich mache das jetzt einfach und nicht. Und gerne umexperimentieren und schaue, was dabei rauskommt. Also ich bin da völlig offen für alles eigentlich. In dem Fall bist du jetzt mehr so für dich privat, so auf das Klavier und instrumental. Genau, das fasziniert mich eigentlich fast mehr. Das ist so, ja, ist wirklich ein bisschen meine Welt. Und da gehört viel Musik ja unter anderem auch dazu. Dass es, meistens instrumental ist jetzt in meinem Fall und genau, das ist so, was mich extrem interessiert momentan. Auch der Weg, wo du am liebsten jetzt gehen würdest, mit Filmmusik und so? Ja, also Filmmusik wäre natürlich wirklich ein Traum. Das ist einfach extrem schwierig, sich dort zu etablieren. Aber ja, logisch, wenn mal der grösste Traum für mich dort wäre, halt mal, dass eine große Filmproduktion kommt, wo dann halt Filme im Kino laufen, wo ich, wenn es nur ein Titelsong wäre oder so, machen könnte. Das wäre schon so... Nur ein Titelsong? Top. Ja, das würde mir vorerst schon lange, ja. Nein, das wäre wirklich so der grösste Traum, ja, dort durch, genau. Aber das ist schwierig, zum herkommen, oder? Ist sehr schwierig, ja. Ich weiss, ganz am Anfang habe ich mal probiert, um einfach möglichst viele Firmen anzuschreiben. Was auch noch so eine Strategie war, oder meine Idee, ich könnte einfach auch so Game-Firmen anschreiben, also wo Games erstellen, weil dort ist es ziemlich ähnlich wie bei Filmen. Du kannst auch Musik machen dazu. Und sie haben sicher 10 oder 20 Firmen angeschrieben und bei einer einzigen Antwort bekommen. Dort war ja, sie hätten schon jemanden, der das macht und dann setzt sie in Amerika. Und das war die einzige Antwort gewesen. Und dann habe ich auch gefunden, ja gut, das könnte wirklich schwierig werden. Hart werden. Ja, und jetzt aber mit der Filmproduktion zusammen, wo ich nebenan arbeite, ist das lange mit mir eigentlich auch. Also es ist wie so, da kann ich mich total ausleben dort drin. Wer weiß, vielleicht den nächsten James Bond-Film oder so. Nur ja, eine Titelmusik. Nur Titelmusik oder das Auto, genau. Wer vielleicht von Clemson aus dem Studio rausgekommen, wer weiß. Ja, das wäre mega cool, logisch. Ja, klar. Benjamin, schön, bist du da gewesen. Ja, hat mich gefreut, danke für die Einladung. Viel Spass merci. In deinem neuen Studio. Danke. Mit der Filmmusik und mit allem anderen, was du sonst noch machst. Danke vielmals, merci. Gute Zeit. Dir fast, danke. Graubünden Musik. Für Musik aus Graubünden.